Cyberport präsentiert das Samsung Galaxy A20e. Als weltgrößter Hersteller für Smartphones bietet Samsung eine vielfältige Auswahl an Geräten an. Mit dem Samsung Galaxy A20e wurde nun ein Smartphone für unter 180 Euro vorgestellt, das aber trotzdem so einiges verspricht. Wir haben es getestet und sagen euch nun, ob sich der Kauf lohnt und mit welchen High- und Lowlights ihr rechnen könnt. Die technischen Daten. Unser Testgerät ist 14,7 cm hoch, 7 cm breit und 8,4 mm tief. Das Gewicht beträgt 141 Gramm. Das Display misst 5,8 Zoll und löst mit 720x1560 Pixeln auf. Unter dem Gehäuse arbeitet der Exynos 7884B Octa-Core-Prozessor, wobei zwei Kerne mit 1,6 GHz und sechs mit 1,35 GHz takten. Der Arbeitsspeicher ist 3 GB groß. Für Daten und Anwendungen stehen intern 32 GB Speicher zur Verfügung, welcher mit einer MicroSD-Karte um bis zu 512 GB erweitert werden kann. Beginnen wir mit dem Design. Das Gehäuse des Galaxy A20e sieht gut verarbeitet aus. Während die Frontseite aus Glas besteht, ist der Rest aus Kunststoff gefertigt, was leider für Kratzer und Fingerabdrücke anfällig ist. Auf der Rückseite befindet sich mittig und gut erreichbar platziert der Fingerabdrucksensor, während die Dualkamera links sitzt. Der Bildschirm nimmt fast die gesamte Frontseite ein. Die Frontkamera ist in einer kleinen V-förmigen Notch verbaut. Das sieht unserer Meinung nach sehr schick aus. Leider ist das A20e wie die anderen A-Modelle der letzten Jahre nicht staub- und wasserdicht. Es sollte bei Regen also lieber in der Tasche bleiben. Dank der kompakten Maße und dem Gewicht von 141 Gramm liegt es jedoch gut in der Hand und auch ein einhändiger Betrieb ist möglich. Für ein Modell dieser Preisklasse ist das Gehäuse vollkommen in Ordnung. Gut gemacht! Das TFT-Display ist 5,8 Zoll groß und löst mit 720x1560 Pixeln auf. Das Seitenverhältnis von 19,5 zu 9 ist zwar modern, allerdings kommt es dabei nur auf eine Bildpunktdichte von 296 ppi. Diese Schärfe reicht für ein kleines Display zwar aus, jedoch kann der Unterschied zu Full-HD-Displays definitiv wahrgenommen werden. Die Farb-, Schwarz- und Kontrastwerte sind in Ordnung. Da es sich hier allerdings nur um ein LC-Display handelt, sind sie nicht auf einem Top-Niveau. Dennoch gibt es leider nur ein befriedigend. Kommen wir zur Performance. Der hauseigene Prozessor Exynos 7884B hat eine relativ niedrige Taktrate und wird von 3 GB Arbeitsspeicher begleitet. Damit ergibt sich eine mittelmäßig schnelle Hardware, welche die meisten Aufgaben ohne große Probleme bewältigt. Allerdings kann es einen kleinen Ticken länger dauern, bestimmte Apps zu öffnen. Bei Spielen sollten nur einfachere und nicht so grafikintensive Anwendungen genutzt werden, da es sonst zu Rucklern im Spiel kommen kann. Dennoch ist die Hardware für die Preisklasse angemessen. Gut gemacht! Als Betriebssystem kommt im Galaxy A20e das aktuelle Android 9 Pie zum Einsatz. Darüber liegt die hauseigene Benutzeroberfläche One UI. Diese zeigt sich wie gewohnt sehr übersichtlich und modern. Neben den Samsung-Apps und den Microsoft Office-Apps ist hier kaum Bloatware vorinstalliert. Zudem ist auch der Nachtmodus interessant, eine Art Dark Mode, der allerdings nur bei Samsung-Apps funktioniert. Insgesamt konnte uns die Software wieder überzeugen. Daumen hoch! Kommen wir zu den Kameras. Die Frontkamera löst mit 8 Megapixeln auf und verfügt über eine Blende von f2.0. Die entstehenden Bilder könnten zwar etwas schärfer sein, sind aber noch in Ordnung. Auf der Rückseite verfügt das Smartphone über ein Dual-Kamerasystem. Die Hauptkamera arbeitet mit 13 Megapixeln und einer Blende von f1.9, während die Ultra-Weitwinkelkamera mit 5 Megapixeln und einer Blende von f2.2 daherkommt. Die daraus entstehenden Bilder sind akzeptabel, mehr aber auch nicht. Uns ist teilweise selbst bei Tageslicht ein leichtes Bildrauschen aufgefallen, was die Detailschärfe stark beeinflusst. Natürlich muss man den angebotenen Preis bedenken, jedoch ist die Qualität verbesserungsfähig. Videoaufnahmen sind lediglich in HD mit 30 Bildern pro Sekunde möglich. Insgesamt ein befriedigendes Ergebnis. Der fest verbaute Akku fasst 3000 mAh. Damit kommt das Smartphone problemlos über einen, meist auch über zwei Tage. Der stromsparenden Hardware im Inneren und dem niedrig auflösenden Display sei Dank. Durch die Schnellladefunktion ist der Akku in gut 1,5 Stunden wieder voll aufgeladen. Dafür gibt's von uns ein sehr gut. Unser Fazit. Das Samsung Galaxy A20e ist für ein Einsteigermodell in Ordnung, sticht aber leider in keinem Bereich wirklich besonders hervor. Lediglich das moderne Design, die aktuelle und gut bedienbare Software sowie der Akku konnten uns wirklich überzeugen.
angesichts des niedrigen Preises, der aktuell bei rund 165 Euro liegt, vergeben wir insgesamt 3,5 von 5 Cyberstars.